Ich schneide das sowieso. Okay. Sagt sie wieder und dann. Ja, das stimmt. Läuft es eigentlich schon? Nee. Willkommen bei Kalte Füße. Heute wieder aus meinem wunderschönen Zimmer hier in Tartu, mitten in der Corona-Zeit. Und ich habe vor langer, langer Zeit mal ein paar Interviews geführt mit meinen ganzen Mitpraktikanten, die gerade in Norwegen, Schweden und Dänemark sind. Mich hat es persönlich interessiert, was bei denen so die Aufgaben zum Beispiel sind oder wie es bei denen im Land so ist, wie es mit der Sprache läuft und so weiter. Erste Frage: Wer bist du und wo bist du und was ist deine Einstellung? Was machst du da? Hi, ich bin Greta und ich bin in Kopenhagen und arbeite da an einer Schule und auch bei der Caritas. Bei der Caritas bin ich immer montags nur mit Franzi, der anderen Mitpraktikantin. Die machen immer so Büroarbeit, kopieren und dann am Nachmittag helfen wir bei einer pakistanischen Frauengruppe. Und an der Schule helfe ich bei der Burnhill Klassen, das ist so wie Vorschule sozusagen. Bin aber auch im Deutschunterricht in der 8. Klasse oder der 9. meistens. Franzi und ich sind auch beim DOK. Das sind also Danmarks Unge Katholika. Das ist so eine Jugendorganisation und die machen auch manchmal so Wochenenden und da sind wir dann auch oft dabei. Ich bin Anna und ich bin Friederike und wir beide sind in Vadstena. Wir arbeiten dort in dem Gästehaus der Brigitte-Schwestern. Wir kümmern uns so ein bisschen um den Haushalt dort. Wir putzen die Zimmer und kochen und backen Kuchen fürs Kirchencafé jeden Sonntag. Erledige eigentlich alle Aufgaben, die im Gästehaus so anfallen. Das Gästehaus besteht aus 22 Zimmern und dort kommen die verschiedensten Leute hin, die dort privat Urlaub machen wollen, ein bisschen die Brigittenschwestern kennenlernen. Sie machen Besinnungstage. Mit dem Leben der Brigittenschwestern haben wir gar nicht so viel zu tun. Wir sehen die meistens bei der Messe, an der wir täglich teilnehmen. Mit Schwester Monika haben wir mehr zu tun, da sie das Gästehaus leitet. Ich bin Claire, ich bin 19 Jahre alt. Ich komme aus dem Südwesten in Deutschland, in der Nähe von Karlsruhe. Und im Moment wohne ich in Oslo, in einem Dominikanerinnenkloster mit Studentenwohnheim und Gästewohnhaus. Genau, ich bin da zusammen mit Antonia und wir haben sehr viele verschiedene Einsatzstellen. Unter anderem arbeiten wir in dem Kloster selber. Wir bereiten zum Beispiel mal das Abendessen vor oder wir putzen Gästezimmer. Sind wir beide in der katholischen Schule, St. Suniva heißt sie, unterrichten da Deutsch oder helfen zumindest ein bisschen. Wir sind beide in der katholischen Kirchengemeinde und machen da so ein bisschen administrative und andere Tätigkeiten und Aufgaben. Mittwochs helfen wir bei NÜK, das ist quasi das Pendant zur KJG, also so eine norwegische Jugendorganisation, eine katholische. Ich singe in einem Chor, in einem Kinderchor. Antonia ist noch bei Sypo Ovenskap, das ist eine Suppenküche für Obdachlose. Ich heiße Madeleine und ich mache mein Praktikum am Newman Institut Uppsala und der St. Eriks Förskola in Stockholm. Ich bin Paulina, ich mache mein Praktikum auch am Newman Institut in Uppsala und beim Caritas Mötesplatz in Stockholm. Am Newman kann man eigentlich die Aufgaben nicht so klassifizieren. Das ist eigentlich alles, was irgendwie anfällt, Hilfe bei Veranstaltungen. Zum Beispiel haben wir die Weihnachtsfeier vorbereitet, so Sachen wie Blumenwiesen. Post wegbringen. Das Newman-Institut ist eine katholische Hochschule. Da kann man katholische Theologie, Philosophie und Kulturwissenschaften studieren. Es ist eine sehr internationale Hochschule. Half-Distance-Kurse auch. Also das heißt, Studenten wechseln mal. Es gibt auch immer einen Stamm an Studenten. Und es ist die einzige katholische Hochschule in Nordeuropa. Das ist eine Jesuitenhochschule, die auch in großem Austausch mit den anderen Jesuitenhochschulen in Europa noch in der ganzen Welt steht. Ich bin in Stockholm noch beim Caritas Mötesplatz. Das ist ein Treffpunkt für Menschen, die neu in Schweden sind. Da kann man Unterstützung in verschiedenen Dingen bekommen. Einmal im Erlernen der Sprache, das ist der Hauptpunkt, aber auch bei Amtsgängen oder verschiedenen Hilfsgütern. Wir haben eine kleine Kleiderkammer zu unterstützen, zuzuhören. Frühstück zu machen, das ist eines der Hauptaufgabenfelder. Ausflüge zu organisieren, Kuchen backen, alles, wo man mit den Menschen ein Lächeln ins Gesicht zaubern kann. Ganz schön gesagt. Ich arbeite an der St. Eriksskola, also Schule in Stockholm. Grundschule von Klasse 1 bis 9, aber es hat auch einen Kindergarten. Und im Moment arbeite ich noch mit den unter Dreijährigen. Das Newman-Institut hat einige Waldstücke, wo wir auch etwas, öfters mal bei der Waldarbeit mithelfen oder uns um das Ferienhaus in Mariehut kümmern.
Ich bin die Alex. Ich bin hier in Tarje im katholischen Bildungszentrum. Das katholische Bildungszentrum umfasst eine Schule, ein Sportzentrum, ein Kulturhaus und einen Kindergarten. Derzeit haben wir in der Schule die Klassen 1 bis 9. Wird sich wahrscheinlich jetzt auch verändern, weil wir noch ein Gymnasium dran bauen. Als Praktikantin im Deutschunterricht tätig vorrangig. Und das bedeutet sowohl die Vorbereitung des Unterrichts, als auch das Dabeisein im Unterricht und die Nachbereitung des Unterrichts. Lochen, kopieren, ausdrucken, im Unterricht den Schülern helfen, auch zum Beispiel Schülern, die sehr, sehr gut sind, die einfach zu fordern. Und als Nachbereitung sowas wie Hausaufgaben korrigieren, Klassenarbeiten korrigieren auch. Dann gibt es noch die Deutsch-AGs. Es gibt welche im Kindergarten und auch in der Schule. Eine AG von den AGs ist eine Projekt-AG des Freiwilligen oder der Freiwilligen. Da kann man dann auch inhaltlich selbst gestalten, wie man das möchte. Die Besonderheit ist aber eben, dass die Kinder, die in dieser AG sind, zweisprachig aufgewachsen sind. Also estnisch-deutsch Übungen dazu machen, die ihnen noch helfen, sich in der Sprache mehr wohlzufühlen zum Beispiel.